Der Besuch beim Arzt, das ist natürlich Vertrauenssache. Doch es gibt immer wieder Fälle, bei denen Ärzte das Vertrauen ausnutzen. Ja, wie ist denn das so bei Ihnen? Vertrauen Sie Ihrem Arzt oder sind Sie auch manchmal misstrauisch? Das haben wir in Stuttgart gefragt. Vom Grundsatz habe ich Vertrauen in den Arzt, aber nie unbedenklich oder unbegrenzt. Und warum? Weil alles Menschen sind. Ich kenne den Arzt da schon sehr lange und ja, passt einfach das Verhältnis. Die sind mir einfach sympathisch, die gehen auf mich ein und wir haben öfter mal so einen kleinen Schnack nebenbei noch. Es geht also nicht bloß ums Berufliche, also von ihm aus. Ja, ich hoffe doch, dass ich zuerst gehe, wo ich einigermaßen offen sprechen kann, ja. Ich gehe zu meinen Ärzten schon seit Jahren und habe da einfach gutes Vertrauen. Bei meinem Arzt habe ich da keine Bedenken. Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Ärzte, aber halt die, die ich kenne, die sind schon vertrauenswürdig. Und wenn ich kein Vertrauen in den Arzt habe, dann würde ich den Arzt wechseln oder dann wechsle ich den Arzt. Dass ich missbraucht werde, kann ich mir nicht vorstellen, nein. Ja, weil ich eben meinen Arzt vertraue, weil es Frauen sind vielleicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich wehren würde. Ich kann es nicht sagen. Wenn man ein gutes Verhältnis zum Arzt hat, dann kann man dem auch vertrauen und muss man keine Angst haben. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Ja, das Vertrauensverhältnis zum Arzt in Bamberg. Da nimmt eine Medizinstudentin an einer angeblichen Studie teil und berichtet danach von merkwürdigen Erinnerungslücken. Sie geht zur Polizei, die findet heraus, ein früherer Chefarzt soll sie und andere Frauen betäubt und dann vergewaltigt haben. Fotos und Videoaufnahmen sollen das belegen. Seit heute steht der Mann nun vor Gericht. Er kommt verspätet, weil sein Anwalt im Stau stand. Heinz W., einst eine Kapazität auf seinem Gebiet, hochgeschätzt, erfolgreich, nun der tiefe Fall. Der ehemalige Chefarzt der Gefäßchirurgie sitzt in U-Haft und steht jetzt vor dem Bamberger Landgericht. Der schwerste Vorwurf lautet auf Vergewaltigung. Weiter wird dem Angeklagten sexuelle Nötigung vorgeworfen, auch gefährliche Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Bereichs durch Anfertigung von entsprechenden Aufnahmen. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hat Heinz W. seine 13 Opfer gebeten, an einer Studie zu Krampfadern im Bamberger Klinikum teilzunehmen. Eine Studie, die es wohl nie gab. Die Frauen zwischen 17 und 28 Jahre alt bestellte er meist abends oder am Wochenende zu sich. Dabei soll er sie ohne Aufklärung mit Medikamenten ruhig gestellt und handlungsunfähig gemacht haben, um sich, so die Anklage, an ihnen zu vergehen. Und er hält alles auf Fotos fest, die in seinem Büro und bei ihm zu Hause gefunden werden. Am Klinikum in Bamberg Fassungslosigkeit, als die Vorwürfe gegen den so charismatischen Chefarzt im vergangenen Sommer bekannt werden. Es ist so, dass die Mitarbeiter, insbesondere die direkt mit ihm in den letzten Jahren jetzt zusammengearbeitet haben in seiner Klinik, sehr betroffen sind davon und schockiert waren, als wir sie heute Morgen dann mit dieser Situation konfrontiert haben und sie davon in Kenntnis gesetzt haben. Ans Licht gebracht hat alles eine Medizinstudentin, die ebenfalls an der angeblichen Studie teilnahm. Nach Abschluss dieses Vorgangs war sie durch ihren körperlichen Zustand misstrauisch und hat in derselben Nacht noch Blutproben entnehmen lassen. Diese Blutproben ergaben dann, dass hier möglicherweise ein Narkotikum verwendet worden ist. Daraufhin ist dann Strafanzeige in der Folge erstattet worden. Im Zuge der dann folgenden Ermittlungen stieß man auf die Fotos und eben das ganze Ausmaß. Bei Verlesung der Anklage heute schüttelt Heinz W. mehrmals den Kopf und er kündigt eine umfassende Aussage an. Die Untersuchungen hatte er stets notwendig genannt, die Fotos dienten der Fortbildung. Dagegen stehen die Aussagen der Opfer, die als Nebenklägerinnen auftreten. 12 Verhandlungstage sind anberaumt. Bewahrheiten sich am Ende die Vorwürfe, drohen Heinz W. zwischen 2 und 15 Jahre Haft. Im dichten Osterreiseverkehr kam es zu einigen Unfällen. Über zwei besonders schwere wollen wir jetzt berichten. Auf der A3 bei Bad Camberg, da krachen drei Autos zusammen, die beide gleichzeitig auf dem mittleren Fahrstreifen wechseln wollen. 5 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Ja, noch schlimmer endet ein Massenunfall auf der A45 bei Gießen. Eine Karambolage mit 11 Autos. Ein Mann kommt dabei ums Leben, 12 weitere werden verletzt. Es sind dramatische Szenen, die sich am Ostermontag auf der A45 zwischen Lützelinden und dem Gießener Südkreuz abspielen. Zunächst gibt es nur einen kleinen Unfall, bei dem 2 Menschen leicht verletzt werden. Doch im Osterrückreiseverkehr entsteht rasch ein Rückstau mit fatalen Folgen.
Mehrere Autos krachen ineinander. Dabei wird ein roter PKW regelrecht zerquetscht. Die Autofahrer, die nachkommen, versuchen den Schwerverletzten im Wageninneren zu helfen. Es war ein Drama. Also wir haben die schwerverletzten Personen aus den Autos rausgezogen und den Fahrer des roten PKWs konnten wir leider nicht rausziehen, weil der war so stark eingeklemmt. Ansonsten haben wir hier die anderen Verletzten aus den Autos rausgezogen. Schnell sind die Einsatzkräfte vor Ort. Ihnen bietet sich ein Bild der Verwüstung. Als wir gegen 17.30 Uhr alarmiert worden sind, ging es um einen Unfall auf der A45 Richtung Gießen. Dort fanden wir 10 verunfallte Fahrzeuge vor, wo insgesamt 19 Verletzte, davon 6 schwer. Die Verletzten werden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Doch einen 24-Jährigen können die Ärzte nicht mehr retten. Er stirbt im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte müssen die Autobahn in Fahrtrichtung Hanau für Aufräumarbeiten bis in den späten Abend hinein voll sperren. Auch auf der A3 zwischen Idstein und Bad Camberg kommt es am Nachmittag zu einer Karambolage. Als 2 Autofahrer gleichzeitig den Fahrstreifen wechseln wollen, verliert eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleudert gegen die Mittelleitplanke. Sie kommt quer vor einem Wohnwagen gespannt zum Stehen. Dieser ist voll in die Bremse gegangen und der blaue PKW, der mittlerweile wieder rechts fuhr, der ist dann voll in den Wohnwagen hineingefahren. Insgesamt krachen 3 Fahrzeuge ineinander. Ein 31-jähriger Mann und eine 73 Jahre alte Frau werden schwer verletzt. Dann kamen halt die Rettungskräfte hier vor Ort, Feuerwehr, mehrere Rettungsfahrzeuge. Und durch eine gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Idstein wurde das Ganze dann ein bisschen aufgelöst jetzt. Die Verletzten kommen ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Die Kölner Polizei sucht einen Serienbankräuber. Der hat in den letzten 13 Jahren verschiedene Filialen und Zweigstellen der Postbank und der Badischen Beamtenbank überfallen und dabei rund 400.000 Euro erbeutet. Ja, bislang fehlt von dem Mann jede Spur und deshalb hoffen die Kölner Ermittler jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Handwerkszeug eines Serienbankräubers. Mit dieser Pistole, einem detailgetreuen Nachbau einer alten Polizeiwaffe, verbreitet der Verbrecher seit Jahren Angst und Schrecken und macht immer wieder große Beute. Mit Handfesseln aus Stahl, die der Unbekannte wie die Pistole auf der Flucht nach dem letzten Überfall verloren hat, fesselt und quält er immer wieder die Opfer seiner Überfälle. Für die Kriminalhauptkommissare Lisa Plagemann und Rainer Simpich von der Ermittlungsgruppe Baden der Kölner Polizei steht fest, dieser Mann ist unberechenbar eiskalt und gewaltbereit. Seit 13 Jahren hat der Verbrecher immer ähnliche Ziele. Es ist natürlich ein auffälliges Bild. Es ist ja einmal die Badische Beamtenbank, dann wieder die Postbank, dann wieder die Badische Beamtenbank, dann wieder die Postbank für sich ausgesucht hat. Da könnte man natürlich durchaus ein Muster erkennen. Habt ihr Angst? Durchaus. Er hat beim letzten Mal keine Beute gemacht, sodass einiges dafür spricht, dass er sich neu aufstellt und einen neuen Überfall begeht. Beim letzten von 5 bislang bekannten Überfällen am 16. Dezember 2014 muss der Räuber ohne jeden Cent Beute flüchten. Mitarbeiter der Postbankfiliale in Köln-Bickendorf hatten um Hilfe geschrien. Um schnell vom Tatort wegzukommen, kapert der Mann ein Auto, nimmt die Fahrerin als Geisel. Als die 50-Jährige in Todesangst einen Unfall baut, läuft der Verbrecher zu Fuß weiter, verliert dabei seine Tasche mit der alten Schreckschusspistole und den Handschellen. Seelenruhig aber steigt der Serientäter anschließend in einen Linienbus und entkommt, spurlos. Die Autofahrerin, die der Räuber als Geisel genommen hat, leidet wie alle anderen bis heute an den Geschehnissen. Denn der Verbrecher will an den Tatorten totale Kontrolle und absolute Macht. Die Frau ist sehr, sehr traumatisiert. Die Geiseln aus der Postbank haben fast eine Stunde in ihren Fesseln gesessen, bis sie befreit wurden. Die sind also von diese Herrschaft über den Tatort heißt ja für ihn, er kettet die Menschen an irgendwelche Objekte. Sei es Heizungen, sei es Treppengeländer, sei es Stahlregale, sodass sie nicht wegkommen. Er kettet sie daran fest, um möglichst ruhig und lange Zeit zum Fliehen zu haben. Die Serie begann 2002 mit einem Überfall auf eine Postbank in Kerpen. 2009 folgt eine Zweigstelle der Badischen Beamtenbank. Im Sommer 2013 wieder eine Postbankfiliale und im letzten Sommer eine Niederlassung der Beamtenbank in Köln-Deutz.
Vor diesem Überfall am 5. Juni hatte der Räuber minutenlang die Lage vor und in der Bank sondiert. Beute bislang insgesamt rund 400.000 Euro. Lisa Plagemann und das Team der Ermittlungsgruppe Baden haben Tathergänge und Aufnahmen von Überwachungskameras analysiert, auch um ein Profil des 40 bis 50 Jahre alten Täters zu bekommen. Da scheint ein Mann mit zwei Gesichtern zu sein. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er ein ganz normales Leben führt und man in seinem normalen Privatleben von seiner zweiten Rolle, die er spielt, also ein brutaler Bankräuber, der er nun mal ist, dass man da in seinem Privatleben überhaupt nichts von mitbekommt. Insgesamt 15.000 Euro Belohnung haben die überfallenen Bankinstitute mittlerweile für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Serienräubers führen. Die Polizei in Köln ist auf Hilfe angewiesen. Unser Täter ist unter Umständen ein völlig normaler, unauffälliger Mann, der in einer ganz normalen Nachbarschaft wohnt, einen ganz normalen sozialen Umgang pflegt und letztlich jedermanns Nachbar sein kann und ein ganz normales Leben führt. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Köln rund um die Uhr entgegen. Mit Hilfe von Überfallopfern und Zeugen haben Spezialisten des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen ein Phantombild des Mannes erstellt. Der Bankräuber mit den zwei Gesichtern bereitet den nächsten Überfall vor und hat sich dafür schon irgendwo eine neue Waffe besorgt, weil er dringend Geld braucht. Davon sind die Ermittler im KK-14 der Kölner Polizei überzeugt. Und deshalb wollen Lisa Plagemann und Rainer Simpich ebenso wie das gesamte Team der Ermittlungsgruppe Baden nur eines: diesen Serientäter so schnell wie möglich fassen. Ja, und mehr zu dieser Überfallserie erfahren Sie morgen Abend bei Rudi Zerne und den Kollegen von Aktenzeichen XY ungelöst ab 20.15 Uhr hier bei uns im ZDF. Egal ob Randale im Rotlichtviertel, wilde Junggesellenabschiede oder Streitigkeiten zwischen Kiezgrößen, auf der Reeperbahn in Hamburg geht's eigentlich immer richtig rund. Mittendrin in dem ganzen Trubel sind die Beamten der Hamburger Davidwache auf St. Pauli im Einsatz. Erster Einsatz für die Hamburger Kommissare Hansen und Turnes. Hamburg-St. Pauli ist ihr Revier, die Straßen rund um die Reeperbahn. Mit nicht mal einem Quadratkilometer das kleinste Reviergebiet Deutschlands. Aber eins, das es in sich hat. Mehr als 500 Kneipen, Discos, Clubs und Theater auf engstem Raum. Jedes Jahr kommen bis zu 20 Millionen Besucher hierher. Viele zieht es in die Rotlichtbars, mehr als 30 Bordelle gibt es hier. Die meisten wollen aber einfach nur ein Bierchen trinken. Der nächste Einsatz führt die beiden Reeperbahn-Polizisten in den Silbersack. Hier haben zwei Besucher ein paar Bierchen zu viel getrunken. Der Wirt hat die Polizei gerufen, um sie rauszuwerfen. Vor der Tür Überprüfung der Personalien. Gegen die beiden liegt nichts vor. Alles gut, beide nicht registriert. Der Wirt sagte, er möchte sie aber nicht im Laden haben. Warum auch immer, die sollen ein bisschen ausfällig geworden sein, waren wir unhöflich. Letztendlich hat er uns gebeten, sein Hausrecht durchzusetzen. Das haben wir gemacht, haben die überprüft und jetzt dürfen sie gehen. Alles in Ordnung. Ist das so ein klassischer Einsatz für Freitag, Samstagabend? Würde ich mal sagen, das ist ein klassischer Kiez-Einsatz, ja. Also Hausrecht durchsetzen für Kneipeninhaber und Disco-Besitzer ist ein Klassiker, ja, auf jeden Fall. In der berühmten Davidwache, direkt auf der Reeperbahn, laufen auch in dieser Nacht die Fäden zusammen. Per Funk kommt eine beunruhigende Warnung an. Achtung, Achtung, Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte. Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte. Die Polizisten geben eine erste Täterbeschreibung durch. Mehrere Personen sind auf der Flucht. Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte. Ja. In ihrem Streifenwagen hören auch die Kommissare Hansen und Turnes den Funkspruch. Es soll eine Schlägerei gegeben haben. Als ein Unbekannter einen Stein auf einen Polizisten werfen will, fällt ein Schuss. Anspannung bei den Beamten. Innerhalb kürzester Zeit rasen zahlreiche Streifenwagen zum Einsatzort. Kurz bevor Hansen und Turnes ankommen, sind die ersten Tatverdächtigen schon von Kollegen überwältigt worden. Michel mit einer zusätzlichen zum PKF. Kommissar Turnes kündigt per Funk an, dass er und sein Kollege einen der festgenommenen Männer aufs Revier transportieren. Kopf in Nacken. Kopf in Nacken, Kopf nach hinten. Bei dem Einsatz haben mehrere der Tatverdächtigen eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht bekommen. Die Polizisten versuchen mit einer Augenspülung zu helfen.
Nach wie vor ist nicht klar, wie sich der Einsatz genau abgespielt hat. Das war natürlich eine Situation, die erstmal ziemlich unklar war, weil es A, nicht klar war, ob einer geschossen hat, wer geschossen hat, ob es letztlich nur ein Böller war oder wo das genau gewesen ist. Erst später stellt sich raus, dass der Polizist nur einen Warnschuss in die Luft gefeuert hat. Auch für die Beamten keine alltägliche Situation. Also wenn man das über Funk hört, dann geht er auch schon mal von 80 auf 90 der Puls, würde ich sagen. Vor der Wache Partystimmung. Reeperbahn und Große Freiheit sind die Amüsiermeilen im Revier. Aber hier leben auch rund 10.000 Menschen aus mehr als 20 Ländern und unterschiedlichsten sozialen Schichten. Zum nächsten Einsatz geht es für die beiden Beamten in eine runtergekommene Kneipe. Vor der Tür liegt ein alter Bekannter. Der, den wir vorhin hatten, im Silbersack, den wir da noch raussprechen konnten, da ist er noch auf zwei Beinen selber rausgegangen, liegt jetzt hier im Eingangsbereich und kann nicht mehr. Das ist am Ende. Für den Mann ist es mit dem Trinken für diese Nacht vorbei. Er kommt volltrunken in die Klinik zum Ausnüchtern. Graf Moltke da oben. Kurz vor Schichtende werden die Polizisten zu einem Imbiss gerufen. In der Toilette soll sich ein Handydieb versteckt haben. Der Tatverdächtige wird vorläufig festgenommen. Vor der Tür beschreibt der Bestohlene, Hauptkommissar Hansen, den Tathergang. Der mutmaßliche Handydieb spricht kein Wort Deutsch und hat keine Papiere dabei. Der junge Mann weigert sich mit Händen und Füßen gegen den Abtransport zur Wache. Ja, mein Kollege telefoniert gleich mit der Kriminalpolizei, was mit dem weiter geschieht. Das Problematische hier ist, dass wir keine Identität von dem Herrn haben. Der spricht kein Deutsch, hat keinen Ausweis dabei oder nichts mit seinem Namen drauf. Deshalb werden wir ihn erstmal mit an die Wache nehmen und dort versuchen, seine Identität zu klären. Wie auch immer. Aber wir finden schon einen Weg, denke ich. Auf der Davidwache wird sich später herausstellen, dass die Papiere des Mannes bereits von einer anderen Polizeistreife eingezogen wurden. Er ist ein Flüchtling aus Afrika und darf sich eigentlich nur in einem Landkreis in Niedersachsen aufhalten. Aber nicht auf der Reeperbahn in Hamburg. Bis vor kurzem kannte wohl kaum jemand in Deutschland das ostdeutsche Städtchen Tröglitz. Aber seit einem Brandanschlag auf ein fast fertiges Flüchtlingsheim hat Tröglitz bundesweite traurige Bekanntheit erlangt. Zuvor war dort der Bürgermeister zurückgetreten, nachdem er von Rechtsextremen bedroht worden war. Jetzt erhält auch der Landrat Drohungen. Dennoch wollen sich viele Menschen und Politiker in Sachsen-Anhalt nicht einschüchtern lassen. Jetzt haben auch ihn Hassmails und Morddrohungen erreicht. Götz Ulrich, der Landrat des Burgenlandkreises, zu dem Tröglitz gehört, hat sich immer für die Unterbringung von Flüchtlingen stark gemacht. Seit dem Osterwochenende ist bekannt, dass auch der Politiker bedroht wird. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff ein unhaltbarer Zustand. Der Staat wird sich als wehrhaft erweisen. Wir werden die Verfolgung auf ein Maximum so hochziehen, dass wir so schnell wie möglich versuchen, auch dieser Kriminellen, dieser Verbrecher auch habhaft zu werden. Seit Wochen hatten Menschen aus Tröglitz und der Region, angeführt vom NPD-Kreistagsabgeordneten Steffen Thiel, gegen die geplante Unterbringung der Flüchtlinge Stimmung gemacht. Die Proteste richteten sich auch gegen den damaligen Ortsbürgermeister Markus Niert. Als die Menge vor dem Wohnhaus der Familie Niert demonstrieren will, zieht der studierte Theologe Anfang März die Reißleine und tritt zurück. Der Rücktritt war absolut notwendig und es wäre ja sonst tatsächlich eine Demonstration bis vor mein Haus gekommen mit mindestens 120 Leuten, mit sicher auch nicht liebevollen Parolen. Und meine Kinder hätten das mit ansehen müssen, die ganze Polizei. Das wäre auf gar keinen Fall gegangen. Da meine Familie die erste Priorität ist, war das absolut richtig. Das würde ich sofort wieder so machen. Tröglitz gerät daraufhin weltweit in die Schlagzeilen und die Situation spitzt sich weiter zu. Auf einer Bürgerversammlung informiert der Landkreis die Einwohner über die Planungen. 40 Flüchtlinge, vorrangig Familien, sollen demnächst in den Ort ziehen. Viele Bürger wollen die Menschen mit offenen Armen empfangen. Doch die Stimmungsmache der Rechten geht weiter. Wie sieht das aus mit den Häusern, die dann in der Nähe stehen, wenn der Wert der Immobilien sinkt, wenn dann die Asylbewerber oder die umliegenden Grundstücke, wenn die dann nicht mehr so viel wert sind, wie sie es jetzt zur Zeit sind? In der Nacht zum Ostersamstag brennen in Tröglitz Häuser.
Es sind die zwei Gebäude, in das die Flüchtlinge ziehen sollten. Schnell ist den Ermittlern klar, der Brand wurde gelegt. Die Menschen in dem kleinen Dorf sind schockiert. Auf einer spontanen Kundgebung demonstrieren sie gegen Ausländerhass. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein Hass entstehen kann. Auch der ehemalige Ortsbürgermeister Markus Niert erhält bis heute Morddrohungen. Am Nachmittag tritt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zusammen mit dem bedrohten Landrat vor die Presse. Tröglitz kommt einfach nicht zur Ruhe. Den 30. November vergangenen Jahres wird Hasan Turan aus Lünen in NRW wohl nicht mehr vergessen. Auf dem Heimweg von einer Feier wird der 37-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Trotz einiger Operationen verliert er am Ende sogar seinen rechten Unterschenkel. In seinem Leben ist seitdem nichts mehr, wie es einmal war. Und von dem Unfallverursacher fehlt bis heute jede Spur. Vor 4 Monaten wären die Brüder Hassan und Unut den kleinen Feldweg wahrscheinlich entlang gejoggt. Heute stützen Krücken den Körper des 37-jährigen Hassan, der bei einem Verkehrsunfall seinen rechten Unterschenkel verloren hat. Er wird nie wieder richtig laufen können. Sich an sein neues Leben zu gewöhnen, so sagt der ehemalige Gerüstbauer, falle ihm schwer. Mit der Behinderung wird er sich arrangieren müssen. Sie zu akzeptieren, wird wohl noch eine Weile dauern. Hätte ja noch alles schlimmer passieren können und enden können. Ich bin noch am Leben. Für mich ist es sehr wichtig und ich bin sehr glücklich, dass meine Familie da war. Oder meine Freundin oder Onkel, Cousine, alle. Es ist der 30. November 2014. Hasan Turan kommt von einer Party, läuft über die Walter-Kohlmann-Straße in Dortmund an der Stadtgrenze zu Lünen. An diesem Sonntagmorgen um 6:30 ist hier noch nicht viel Verkehr. Hassan sieht einen Pkw auf sich zukommen. Augenblicke später wird er angefahren und schwer verletzt. Vorbeikommende Autofahrer alarmieren Rettungskräfte. Der Unfallverursacher ist zu dieser Zeit schon längst geflüchtet. Heute bin ich richtig sauer, weil ich muss so vieles durchmachen wegen dieser Person. Und dass der Person weiblich oder männlich ist, weiß ich jetzt nicht. Dass er sein Leben weiterführen kann, dass das nichts passiert ist. Der geht vielleicht in Arbeit und hat er vielleicht Kinder. Und der wird alles machen bei dem, was er bis jetzt gemacht hat, aber ich nicht. Hassan ist lebensgefährlich verletzt, sein rechter Unterschenkel zertrümmert. Im Krankenhaus liegt der 37-Jährige 3 Tage lang im künstlichen Koma. Das Bein können die Ärzte nicht retten. Am Unfallort wird ein abgerissener Außenspiegel sichergestellt. Ermittler gehen heute davon aus, dass er zum Wagen des Unfallverursachers gehört. Nach selbigem fahndet die Polizei in Dortmund. Dort hofft man, auch 4 Monate nach dem Unfall, auf eine Spur zu dem flüchtigen Unfallfahrer. Wir gehen hier von einem dunklen, schwarzen oder anthrazitfarbenen Audi der Typreihen A3, A4 oder A6 aus. Es muss ein Fahrzeug der Baureihen 2001 bis 2009 gewesen sein. Wir hoffen, dass irgendjemand ein solches Fahrzeug in den Stunden oder wenigen Tagen nach diesem Verkehrsunfall beobachtet hat. Mindestens mit einer Beschädigung. Der rechte Außenspiegel muss natürlich tatsächlich fehlen. Es kann aber auch weitere Beschädigungen auf der rechten Seite oder im Bereich der rechten Front gegeben haben. Um die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen, hat die Familie von Hassan Turan für Hinweise auf den Unfallverursacher eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Nach Schätzungen des Autoclub Europa werden in Deutschland jährlich 500.000 Menschen Opfer einer Fahrerflucht. 27.000 Mal sind dabei Personen verletzt oder getötet worden. Einen solchen Charakter zu beschreiben, fällt mir als Polizist dann sehr, sehr schwierig. Ich kann nur sagen, trotz vieler, vieler Aufrufe in der Öffentlichkeit hat sich dieser Mann immer noch nicht bei uns gemeldet. Offensichtlich will er sich der Polizei nicht stellen. Regelmäßig muss Hasan Turans Bein versorgt werden. Sein Bruder Unut begleitet ihn zur nächsten Untersuchung. Vor 2 Monaten durfte der 37-Jährige die Klinik verlassen. Arztbesuche gehören seither zur Tagesplanung. Immer noch plagen Hassan starke Schmerzen. Michael Werchau vom Wundzentrum Dortmund macht sich ein Bild von der Amputationsnarbe und ist zufrieden mit seinem Patienten. Im Vergleich zum letzten Mal und heute muss man ganz klar sagen, dass die Wunde jetzt abgeheilt ist und dass es alles einen guten Lauf genommen hat. Stundenlange OPs hat Hasan Turan hinter sich. Die Heilungsfortschritte werden mit einer Kamera dokumentiert. Dass die Narbe gut verheilt, bedeutet für Hasan auch, dass er bald endlich auf eine Prothese und damit auch auf ein bisschen mehr Lebensqualität hoffen kann. Dann wird das für mich alles doch leichter sein, wenn ich die Prothese habe und wenn ich auch noch mal normal laufen kann. Die letzten Zeiten war ja mein Bruder immer da
Und wenn das alles noch schneller geht für mich, dass die Prothese soweit fertig ist, dann ich auch Kur gehen kann oder Reha gehen kann, dann ist besser für mich wird alles. Seit dem 30. November ist in Hasan Turans Leben nichts mehr, wie es war. Fotos sind die einzigen Erinnerungen an früher. An das Leben vor dem Crash denkt Hasan mit Wehmut. Der Mann, der seinen Job als Gerüstbauer aufgeben musste, hat nur einen Wunsch. Dass ich mein Leben wenigstens, wenn das nicht so wie früher ist, dass ich schmerzlos mein Leben weiterführen kann. Mit diesem, ich habe mir so vieles vorgenommen mit meiner Freundin, aber jetzt habe ich alles verschoben. Und ich möchte, dass das später, dass das alles wieder so läuft, wie ich mir vorstelle. Trotz allem blickt er optimistisch in die Zukunft. Seine Familie jedenfalls unterstützt ihn auf dem langen Weg zurück in ein normales, wenn auch anderes Leben. Richtig sparen ist eine feine Sache, denkt sich auch Familie Kögel aus München. Ihre Vermutung: bei zahlreichen Reinigungsmitteln und Hygieneprodukte, da ließe sich doch im Alltag garantiert was sparen, vielleicht sogar die Hälfte. Wir haben Familie Kögel eine Haushaltsexpertin zur Seite gestellt. Ja, und 50% Einsparung lautet das Ziel. Mehr dazu jetzt bei uns im Service. Hier lebt Familie Kögel aus München. Vater Tom, Mutter Verena, Nesthäkchen Anton, Tochter Anna und ihr Bruder Jakob. Eine typisch deutsche Familie. Morgens ein großer Klecks Shampoo in der Dusche, gründlich putzen, die verschüttete Frühstücksmilch mit ausreichend Küchenrolle aufgewischt. Und auch beim Waschen und Reinigen darf es bei Familie Kögel oft lieber etwas mehr sein. Eigentlich achten wir ehrlich gesagt nicht besonders darauf. Also beim Putzen sprühe ich da drauf, bis ich denke, das reicht. Und die Kinder, das Duschgel und alles, das hauen die sich da drauf. Da achtet ehrlich gesagt niemand drauf. Hauswirtschafterin Jutta Löbert sieht sich den Kögel-Haushalt mal genauer an. Und sie ist sich sicher, dass hier, wie bei den meisten, viel zu verschwenderisch mit den Produkten umgegangen wird. Da gibt es einiges an Einsparpotenzial. Die Dosierung ist oftmals der Knackpunkt, dass die Leute gar nicht mal auf die Packung schauen, wie viel muss ich denn überhaupt reintun, sondern rein nach dem Gefühl, aus dem Bauchgefühl raus, naja, so eine Kappe oder noch ein bisschen mehr, das halt gescheit schäumt und das ist oft viel zu viel. Eine Woche lang will Familie Kögel bei diesen 21 Produkten sparen. Ich stelle es mir schon hart vor, weil man hat einfach viel Dreck. Mit drei Kindern muss man einfach viel machen. Und da jetzt überall nur die Hälfte nehmen und dann auch die ganze Zeit das Abmessen, das stelle ich mir dann auch ein bisschen anstrengend vor, dass man nicht nur einfach reinschüttet. Aber ich bin gespannt, ob es hilft, weil ich meine, mit Kindern habe ich wahnsinnig viel Dreck, Geschirr, Wäsche und ob da wirklich überall nur die Hälfte reicht. Das Experiment beginnt. Drei Kinder, die sich ordentlich ausgetobt haben, sind ein Härtetest für die Waschmaschine. Ob Jacke, Hose und Schuhe auch mit einer halben Kappe Waschmittel schon sauber werden? Die Maschine läuft. In der Zwischenzeit wird Mutter Verena die Reinigungsmittel einsetzen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen komisch, nur zweimal sprühen, nur ein Tuch. Aber ich probiere das jetzt. Eine ungewohnte Situation für Verena Kögel. Jetzt habe ich mich zusammengerissen und es hat einfach auch gereicht. Also es ist alles sauber geworden. Oftmals komme ich mit deutlich weniger aus oder auch manchmal reicht ja nur das pure Wasser gerade im Bad. Einsparpotenzial beim Glasreiniger knapp 6 Euro pro Jahr. Apropos Bad, wie sieht's beim Duschen aus? Also ich bin gespannt, Hälfte Duschgel, das, ob mir das wirklich reicht und die Hälfte Zeit. Ich muss mich jetzt beeilen, ich teste. Auch um Wasser zu sparen, hat Verena Kögel für Duschen inklusive Haare waschen gerade einmal 5 Minuten Zeit. Das war sehr stressig. Nur die Hälfte Zeit, nur die Hälfte vom Duschgel, das reicht jetzt nicht ganz. Ein bisschen kann man sich zusammenreißen, aber nur die Hälfte ist zu wenig. Aber rund 35 Euro könnte die Familie allein beim Duschgel sparen. Die Waschmaschine ist fertig. Und? Anna, was sagst du? Ist die sauber geworden? Die ist ganz sauber. Und du weißt, wie dreckig die vorhin gewesen ist, gell? Ja. Super. Was Sinn macht, ist, wenn man das Flüssigwaschmittel in diese Dosierhilfen, in so eine sogenannte Waschkugel hineingibt und dann direkt in die Waschtrommel mit hineingibt zur dreckigen Wäsche. Dann kann dieses Flüssigwaschmittel direkt bei der Wäsche angreifen. Mehr als 70 Euro pro Jahr kann hier gespart werden.
dreckiges Geschirr, hartnäckige Verschmutzungen. Die Spülmaschine läuft bei Familie Kögel jeden Tag. Aber während der Woche unseres Experiments gilt auch hier, erlaubt ist nur ein halber Löffel Spülmaschinenpulver. Auch wenn das auf den ersten Blick sehr wenig erscheint. Wird das reichen, um die Teller sauber zu bekommen? Super. Alles sauber. Auch die Espresso-Tasse ist echt sauber geworden. Also ich glaube, die Hälfte würde auch reichen. Rund 42 Euro würde Verena Kögel sparen, wenn sie ein Jahr lang nur halb so viel dosieren würde. Eine Woche lang hält sich Familie Kögel an die Regel, von allem nur die Hälfte, und filmt das Ganze mit dem Handy. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das reicht. Auch beim Zähneputzen gibt es also nur die Hälfte auf die Bürste. Wenn man so eine elektrische Zahnbürste anschaut mit so einem runden kleinen Kopf, da reicht es ja auch so ein kleines Pünktchen an oder ein kleines Batzelchen an Zahnpasta ist vollkommen ausreichend. Also man kann das sicherlich oftmals auf die Hälfte sparen, auch bei einer Zahnpasta. Gespart wird in dieser Woche überall, auch bei der Babycreme. Wieder was umgeschüttet. Nimm nicht so viel, Papa. Nimm doch diesmal nur eins. Okay, ich versuch's. Und? Das reicht nicht. Da irrt Papa. Meistens reicht auch die Hälfte, vor allem beim Putzen. Der Tipp, nicht zu viele verschiedene Reinigungsmittel kaufen. Man braucht nicht mehr wie ein Allzweckreiniger, ein Handspülmittel, Scheuermilch und was gegen Kalkrückstände, also sprich Essig oder essighaltiges Reinigungsmittel, das ist vollkommen ausreichend. Das Ergebnis des Experiments: pro Jahr könnte die fünfköpfige Familie rund 450 Euro sparen. Bei einigen Dingen müssten die Kögels Abstriche machen. Aber im Großen und Ganzen war das Experiment ein Erfolg. Und so hat die Familie nicht nur die Umwelt geschont, sondern eben auch Geld gespart. Man muss sich halt immer wieder zusammennehmen, weil man ist so in der Alltagsroutine, drückt man dann doch öfter. Aber so Sachen wie Seife oder Glasreiniger, das ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Also das Schlimmste ist eigentlich, dass man sich wirklich bewusst machen muss. Dass man wirklich bewusst einfach bei dem Seifenspender nicht einfach hingeht, in Gedanken an irgendwas anderes denkt, sondern wirklich sagt, jetzt wirklich nur die Hälfte. Und dann funktioniert es schon auch. Und die Kögels wissen auch schon genau, was sie mit dem Gesparten machen werden. Denn der nächste Familienurlaub kommt bestimmt. Und da ist das Geld sicher besser angelegt. Ja, zugegeben, die Ostertage, die waren ja wettertechnisch durchwachsen und eher unterkühlt. Aber bereits gegen Ende dieser Woche soll alles besser, sprich wärmer werden. Höchste Zeit für Gartenfreunde, die eigene Grünfläche mal wieder so richtig auf Vordermann zu bringen. Die passenden Anregungen gibt es dafür auf der Bundesgartenschau. Die beginnt zwar erst am 18. April, aber meine Kollegin Antje Klingbeil, die holt sich bei den Buga-Vorbereitungen schon mal die ersten Tipps. Oder sozusagen. Ich bin heute einen Tag lang mit dem Buga-Pflanzteam unterwegs. Chef Stefan Wegner steht mir zur Seite. Wenn man das allein hier hochziehen muss, ist schon ganz schön schwer. Ja, das ist schon ein ganz schönes Gewicht. Ja. Ja. Dann das erste Malheur. Kein Problem. Dann habe ich ja heute hier schon meine erste Aufgabe. Stiefmütterchen wieder einsortieren. Eine ganze LKW-Ladung Blumen muss in die Erde. Stiefmütterchen, Anemonen, Tausendschönchen. Die Vorbereitungen für die Buga-Eröffnung Mitte April laufen auf Hochtouren. Na, Herr Wegner, das Wetter ist ja nicht so dolle heute, oder? Nee, für die Pflanzen ist es ideal. Bloß für uns nicht so schön, ja. In Premnitz zeigt die diesjährige Gartenschau 20.000 Frühblüher mitten im Wohngebiet. Das ist aber nur ein kleiner Teil des Buga-Geländes, das sich auf 5 Standorte und Städte verteilt. Erste Sache, wahrscheinlich ganz wichtig, Gütekontrolle, oder? Wir müssen ja gucken, was für Qualitäten wir bekommen. Ja? Mhm. Und ich sag mal so, hier sieht man, das ist eine Top-Qualität. Ja? Wichtig ist eigentlich immer, was man oben sieht, natürlich, aber was im Topf los ist. Ja? Man sieht komplett durchgewurzelt. Ja? So soll es eigentlich sein. Das ist ideal. Sag ich mal. Ja, sieht gut aus, oder? Ja, sieht einmal frei aus. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo ich das CW1 jetzt gesehen habe. Chef Stefan sucht noch nach dem richtigen Beet für den Goldlack. CW4. Achso, gut. Das fünfköpfige Gärtnerteam und ich sollen erst mal austopfen.
Warum wird man Gärtner? Was ist denn das Schöne da dran? Na, das Schöne ist, dass man halt in der Natur arbeitet, immer draußen ist. Das Gestalterische ist auch sehr interessant. Das, genau, genau. Dass man selbst ab und zu mal ein bisschen kreativ tätig sein kann. Goldlack in Dreiergrüppchen verteilen ist jetzt die Aufgabe. Ist das hier zu nah, was ich hier stelle? Nee, das geht so. Das geht ja? So, ja. Ein bisschen weiter vielleicht auseinander, so. Weil die halt auch noch ein bisschen größer werden. Schuppenübergabe. Oh, ja. Danke schön. Ich buddle einfach drauf los und werde sofort in meinem Eifer gebremst. Würde ich denken, ist schon mal ein bisschen zu tief. Würden wir die Pflanze zuschütten? Nee, das wollen wir auch nicht. Nee. Bei den anderen sieht das alles so leicht aus. Und viel schneller als ich sind sie auch noch. Wenn man natürlich dann so 8000 Stück am Tag hat, ja, dann muss es natürlich schon zügig gehen. Ja. Da müssen die Handgriffe sitzen. 8000 Stück, da bin ich noch lange nicht. Und doch ist es beschwerlich. Meine Hand tut schon weh. So hat man irgendwann hier eine Schwiele, sage ich Ihnen sofort. Am besten so halten. Einmal rein in den Boden, aufgezogen, Pflanze rein und wieder zu. Aha. Fertig. Okay. Oder geht es so schnell? Einmal rein im Boden. Nee, warte mal, ich muss es jetzt mal testen. Da ist noch eine. Hier. Einmal rein im Boden. Zurückziehen. Zurückziehen. Dann erst noch mal. Mit der Dolchtechnik von Gärtner Tim ist das erste Beet fast geschafft. Nur eins von vielen. Stefan Wegner leitet seit 2 Jahren die Buga-Vorbereitungen hier in Premnitz. Für ihn eine große Verantwortung. Haben wir halt 4 Firmen auf der Fläche, die eigentlich rund um die Uhr jetzt pflanzen. Ja? Und dass man da auch mal eine unruhige Nacht hat, das ist dann auch klar. Ja? Letzte Nacht habe ich erst von diesen Rollcontainern geträumt. Immerhin 4 Hektar Ausstellungsfläche müssen bepflanzt und gepflegt werden. Gibt es denn hier noch was zu tun für mich? Ja, jetzt müssen noch die ganzen Beete gewässert werden, die Stauden, was wir gepflanzt haben. Okay. Und zwar müssen wir jetzt hier so rüber gehen. Genau. Aha. Gibt es da eine besondere Gießtechnik? Sag mal, ob ich den Schlauch jetzt so oder so oder genau. So halte, ist egal. Ist natürlich viel besser, wenn es von Weitem raufkommt. Silvia Tietz muss es ja wissen, sie gehört schon lange zum Team von Stefan Wegner. Am besten ist, du fängst immer von da hinten an, was am weitesten weg ist. Ja. Und dann wieder hier lang zurück, okay. Was am dichtesten ist. Alles klar. Ich versuche, den Schlauch so hoch wie möglich zu halten, anstrengend auf Dauer. Ich finde, das geht ganz schön auf die Arme, oder? Kann das sein? Richtig. Richtig. Wie machen auf jeden Sie das? Fall. Ist es bei Ihnen auch noch ein Problem oder haben Sie schon Muckis? Klar, man merkt es schon jeden Tag irgendwie. Kraft kostet es mich auch, den gerade angelieferten Bambus vom LKW abzuladen. Kann ich vorne mit vielleicht anfangen oder kann ich den allein tragen? Ach, den geht alleine? Super. Nee, ich mach das. Okay. Na klar. Die Männer im Team wollen mich schonen. Wo kommen die hin? Das sind die Halbgroßen. Die kommen so hier in den hinteren. Okay. Nicht nur ich komme ins Schwitzen. Der größte Bambus kommt als erstes in die Erde. Nicht ohne die Wurzeln zu kappen, damit sich neue bilden. So, ich komme. Haarwurzeln. Die kleinste Form der Wurzel und die nimmt nämlich das Wasser. Ein paar Spatenstiche und das Loch ist tief genug, meine ich. Sind noch ein bisschen zu hoch. Oh, habe ich mich verschätzt. War mein Fehler. Kein Problem. Beim zweiten Versuch klappt es dann. Und zufrieden? Sehr. Wunderbar. Für heute ist der Tag zu Ende. Morgen muss das Team um Stefan Wegner weitermachen, damit zur Buga-Eröffnung alles steht. Ja, stellen Sie sich vor, eine wildfremde Person würde Sie an einen x-beliebigen Punkt irgendwo in Deutschland schicken. Würden Sie da mitmachen? Unsere Reporter schon. Die fahren nämlich Tag für Tag an Orte, die Sie, liebe Zuschauer, zufällig für Sie auswählen. Das Resultat dieser Zufallsbegegnungen sind eigentlich immer persönliche und spannende Geschichten. Ich bin Lukas Wagner und ich schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland nach Sachsen. Und zwar genau nach... Amtsberg.
Frühling im Erzgebirge. Ganz genau hier sind die Koordinaten in einer kleinen Sackgasse in dem Örtchen Amtsberg. Das liegt so eine Viertelstunde von Chemnitz entfernt. Mal schauen, wem wir hier begegnen. Ich muss gar nicht lange durch den Ort laufen. Gleich an unserem Startpunkt treffe ich den irischen Terrier Basco vom Parkwald und sein Herrchen, Erich Bruns. Was machen Sie denn so? Nichts. Sie sind Rentner wahrscheinlich. Ich bin Rentner. Ja. Und amüsiere mich mit dem Hund und mit meiner Frau. Okay, also in der Reihenfolge. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Das Ehepaar hat eine besondere Geschichte. Sie kommt aus dem Erzgebirge, er aus Göttingen. Dann haben Sie Ihren Mann rübergeholt. Ja, wir waren der ist auch ein freiwillig ganz gekommen. Ja, wir waren ein ganz mutiges, innovatives, glaube ich, Menschlein waren wir. Ja. Wir sind übers Internet gegangen. Ach so, Sie haben sich über Internet kennengelernt. Ja, ja. Ich möchte mehr über Erich Bruns und Viola Weißbach erfahren, doch beide müssen erstmal weg in die Stadt. Wir verabreden uns für später. Bis dahin laufe ich durch den Amtsberger Ortsteil Dittersdorf. An der Hauptstraße fällt mir dieser kleine Laden auf. Kameraankauf, das klingt spannend, also rein in die gute Stube. Sammeln Sie alte Kameras? Nein, wir handeln damit. Sie handeln? Ja, wir handeln seit 1955 mit gebrauchter fotooptischer Technik. Sie nicht persönlich, sondern wahrscheinlich schon Ihre Eltern? Der Schwiegervater, oder? Der hat 1955 damit angefangen und wir machen das bis heute. Ach. Und handeln damit, kaufen alte Geräte auf, reparieren die wieder, basteln die wieder und verkaufen die wieder. Gerd Schage zeigt uns seine Schätze. Alte Balgen, Platten und Kleinbildkameras, liebevoll restauriert. Als sein Schwiegervater kurz vor der Wende bei einem Unfall ums Leben kam, hat er das Geschäft übernommen. Viele Fotohändler in der Gegend haben längst aufgegeben. Diesen Laden gibt es jetzt im 60. Jahr. Haben Sie denn irgendwas Besonderes, was Sie mir zeigen können? Ja, ich habe hier eine sehr alte IHG-Plattenkamera von 1900, ja, Ende der 20er Jahre. Wow. Und ein ganz besonderes und seltenes Stück, eine IHG-Patent-Klappreflex, sogar mit der dazugehörigen Gebrauchsanleitung. Das ist ganz selten, dass man sowas also aus den 20er Jahren, fast Ende der 20er Jahre, fast original kriegt. Die wird hier entriegelt. Und dann schaut man hier oben durch. Gerd Schage sammelt und handelt auch mit anderen technischen Geräten. Die Leute aus der Gegend bringen sie bei ihm vorbei, wenn Häuser ausgeräumt oder Dachböden ausgemistet werden. Sogar diese Stasi-Kamera, mit der heimlich Fotos gemacht wurden. Und das älteste Modell? Das ist eine Kamera von 1700. Ach. 50 etwa, das ist das älteste Modell, Kupfermessing. 1750? Ja, das ist so ein Vorläufer, wo man dann das noch als Zeichenhilfe bezeichnet hat. Das Licht tritt ein, hier wurden Papiere draufgelegt und dann konnte man entsprechend zeichnen. Das waren so die ersten Vorläufer, man versucht hat, ein Bild irgendwie haltbar zu machen. In Amtsberg ist dieser Laden eine Institution. Der 52-Jährige hat mit seinem Handel eine Nische entdeckt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Herr Schage, vielen herzlichen Dank, das war sehr interessant. Alles Gute für Sie. Hat mich gefreut, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Zurück zu Viola Weißbach und Erich Bruns. Ich traf die beiden am Vormittag, inzwischen sind sie aus der Stadt zurückgekehrt. Sie zeigen mir zu Hause ihr Hochzeitsalbum. Am 6. Mai 2008 haben sie geheiratet, ganz romantisch auf Mauritius. Und ganz geheim, ihre Kinder hatten vorher von nichts gewusst. Ja, es war wirklich unbeschreiblich schön. Da kann man einfach nur glücklich sein und dankbar, dass man dieses besondere Ereignis hat in dieser Form erleben dürfen. Beide waren schon mal verheiratet, beide haben jeweils zwei Kinder. Viola Weißbach hat sehr früh geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen. Das war üblich damals in der DDR. Ich glaube, ich hätte sonst nicht mit 20 Jahren geheiratet. Wenn man sich das überlegt, eigentlich, und diese Heirat jetzt eben bewusst und nicht aus
irgendwelchen Zwängen heraus. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man dann so frei entscheiden kann und dann eben auch noch an so einem wunderschönen Ort. Im Internet hatten sie sich kennengelernt, das war 2001. Beide gaben Anzeigen bei einer Online-Partnervermittlung auf. Abenteuerlich und spannend sei das damals gewesen, sagen sie. Und das Internet für beide Neuland. Ich war schon sehr unsicher, muss ich sagen. Aber gut, als wir dann Kontakt zueinander hatten, haben wir auch sehr häufig telefoniert und uns ausgetauscht, und bevor wir uns getroffen hatten. Und dann war es genau das, ne? Die große Liebe. Die große Liebe, ja. Die große Liebe. Beide genießen ihre Gefühle füreinander und das Leben im Erzgebirge. Wie schön, dass es so schöne Geschichten gibt. Ja, in der Tat. Das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen in alter Frische.